In diesem Video geht es um Templates in Home Assistant und wie man mit einem einfachen Beispiel einen guten Einstieg in das Thema Templates schafft. Dazu reagiere ich jetzt auf das Video von SmartLifeNet, der eben keine Templates verwendet hat, und wir verbessern hier eine seiner Automatisierungen mit einem Template. Los geht's nach dem Intro. Wenn du Home Assistant im Einsatz hast und die Möglichkeit hast, deine Verschattungselemente mit Home Assistant zu steuern, macht das absolut Sinn, hier eine Automatisierung zu erstellen. Gerade dann, wenn es relativ schnell warm wird in der Wohnung, macht es ja natürlich Sinn, die Rollläden runterzumachen, abhängig vom Sonnenstand. Jetzt ist ja das Problem, zeitgesteuert kann ich das nicht sinnvoll machen, denn jeden Tag habe ich ja einen anderen Sonnenunter- und Sonnenaufgang. Ganz sinnvoll sind da die beiden Werte Elevation und Azimut. Und da gibt es zum Beispiel auch die Seite sonnenverlauf.de, die euch dabei helfen kann, die für euch relevanten Werte zu ermitteln. Wichtig zu wissen ist, Home Assistant muss korrekt eingestellt sein, also muss wissen, wo ihr genau wohnt, und dann werden auch diese Werte korrekt berechnet. Ich würde es jetzt mal hier dem Video von SmartLifeNet überlassen, das zu erklären. Dazu packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Mir geht es um was anderes. Man muss jetzt also erstmal seinen Standort rausfinden und rausfinden, zu welcher Sonnenhöhe und Sonnenrichtung, das ist nämlich Azimut und Elevation hier auf der Seite, der Sonneneinfall bei bestimmten Fenstern anfängt. Wenn ich jetzt also verschiedene Fenster und verschiedene Verschattungselemente habe, muss ich das für jedes Fenster einzeln machen. Konkret heißt das, ich stelle mich in der Regel nebendran und in dem Moment, wo die Sonne reinfällt, muss ich mir diese Werte einfach aufschreiben oder merken oder kann das hier auch nochmal auf sonnenverlauf.de manuell nachvollziehen, wo die Sonne steht ungefähr, zu welcher Zeit, an welchem Tag und wie dann die Werte für Sonnenhöhe und Sonnenrichtung sind. Ich habe das Ganze jetzt schon mal für dieses Video vorbereitet. Wir nehmen mal hypothetisch ein paar Werte einfach an. Dazu habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dass der Sonneneinfall beginnt, wenn folgende beiden Werte erfüllt sind, also die Sonnenhöhe bei ungefähr 60 Grad und die Sonnenrichtung bei 190 Grad. Da der Sonnenhöchststand zu dem Zeitpunkt dann schon erreicht war, nimmt die Sonnenhöhe ab und das Ende der Sonne an diesem Fenster oder des Lichteinfalls an diesem Fenster wäre dann bei 47 Grad und bei einer Sonnenrichtung von 243 Grad. Und wenn wir jetzt mal in die Automation schauen von SmartLifeNet, dann sehen wir, dass er eben alle 15 Minuten prüft, ob diese Werte erreicht sind. Der hat jetzt natürlich andere Werte als ich, aber das Prinzip ist das gleiche. Es wird halt ein Schwellwert gesetzt und wenn dieser erreicht ist, also er hat den Wert übergenommen und wenn beide Werte überschritten sind, dann fängt er an, eine Aktion auszuführen. Das wäre dann halt zum Beispiel die Verschattung zu aktivieren. Oder wenn die Werte halt so sind, dass die Sonne gerade nicht mehr ins Fenster reinfällt, dann würde ja der Rollladen oder die Verschattung nach oben wieder gehen. Jetzt habe ich aber hier mit der Automation natürlich ein kleines Problem. Die löst alle 15 Minuten aus. Das ist relativ unpräzise. Ich könnte es besser haben. Ich könnte ja auch ganz genau dann auslösen, wenn die ersten Sonnenstrahlen ins Fenster reinfallen. Und umgekehrt möchte ich ja auch so viel Helligkeit dann haben wieder, sodass die Verschattungselemente nach oben gehen, wenn keine Sonne mehr reinfällt. Ein anderes Problem ist auch, dass ja zum Beispiel Home Assistant sehr logfreudig ist, also der schreibt jedes Event mit und welche Bedingungen zugetroffen haben und nicht. Und ja, das passiert jetzt halt hier viermal in der Stunde. Und wenn ich jetzt vielleicht ein größeres Haus habe und habe fünf Verschattungselemente, die ich so steuern will, da fällt dann schon ein bisschen was an, was das Ganze unübersichtlich macht. Das ist jetzt per se nicht schlecht und das funktioniert auch so, aber trotzdem mit Templates finden wir da eine bessere Lösung. Weil eigentlich möchte ich ja einfach nur, dass Home Assistant darauf reagiert, wenn die Sonne ins Fenster reinfällt. Und das kann ich tatsächlich mit Templates tun. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu bin ich jetzt in meiner Home Assistant Oberfläche, habe einmal hier unten auf Einstellungen geklickt und klicke dann hier in der Übersicht auf Geräte. Ich habe hier neu gestartet, die fehlen noch, ich muss einmal neu laden. Er ist noch nicht so davon überzeugt. Jetzt sind Geräte und Dienste da. Klicke ich einmal drauf und rechts oben gibt es hier Helfer. Und hier kann ich nun einen Helfer erstellen. Hier scrolle ich ein bisschen runter und hier habe ich dann Template zur Auswahl. Das klicke ich auch einmal an.
Und hier klicke ich dann Template für einen binären Sensor, denn wenn wir mal überlegen, wir haben ja nur für ein Fenster den Zustand Sonne scheint rein oder scheint nicht rein. Ich habe also nur zwei Zustände und deshalb ein binärer Sensor. Und weil ich ja gesagt habe, wir brauchen diesen Sensor für jedes Fenster oder für jedes Verschattungselement, deshalb nenne ich das zum Beispiel jetzt mal Arbeitszimmerfenster, so dass ich das auch immer zuordnen kann. Und der Schalter ist jetzt aus. Wir müssen also ein Zustandstemplate jetzt definieren, das dann eben in einem bestimmten Bereich den Wert an annehmen kann und dann halt in einem anderen Bereich wieder aus ist. Wir gehen nochmal auf den Sonnenverlauf und ich verweise euch auch hier wieder auf das Video von SmartLife.net. Wir haben ja diesen Bereich zum Beispiel, wo die Sonne halt reinfällt in das eine Fenster und der hat halt diese Werte hier, ne, wie ich sie schon jetzt vorhin vorgelesen habe. Es gibt einen Zeitpunkt, wo Licht in das Fenster reinfällt und es gibt einen Zeitpunkt, wo das genau beendet wird, dieser Zustand. Und das muss ich jetzt wissen und hier habe ich schon was vorbereitet. Das kopiere ich mal raus und kopiere es in dieses Template rein und dann würde ich mit euch mal durchgehen, was das Ganze bedeutet. Im Prinzip eigentlich relativ simpel. Ich rufe das State Attribute von der Integration Sonne ab. Das ist einfach eine Integration in Home Assistant und die ist abhängig von eurem Standort. Und Elevation ist die Sonnenhöhe und Azimuth ist der Sonnenwinkel. Und mit diesen Werten arbeiten wir jetzt. Ihr könnt euch das Template nämlich genauso kopieren und könnt dann eure Werte einfach eintragen. Was ich jetzt hier gebastelt habe, ist eine Verknüpfung von allen vier Werten. Die müssen alle zutreffen, damit das Ganze auf an oder halt eben auf aus geht. Oder wenn es also nicht zutrifft, dann natürlich auf aus und wenn das Ganze zutrifft, dann auf an. Ich arbeite hier mit Bereichen und deshalb benutze ich hier das Größer- und Kleiner-Zeichen. Wir schauen uns also nochmal zum Beispiel die Elevation an und da sind wir ja im Bereich von 47 und 60, wo das Ganze bei mir ins Fenster reinfällt. Deshalb, wenn es größer 47, aber kleiner 60 ist, dann habe ich eben diesen Bereich. Das kann man noch feintunen. Ich würde euch empfehlen, erstmal mit irgendwas anzufangen. Und wenn ihr dann mal irgendwie durchs Haus lauft und seht, oh, Rolletten sind noch gar nicht unten, aber Sonne scheint schon rein, dann kann man diese Parameterwerte jederzeit auch anpassen. Das gleiche gilt natürlich für Azimut. Auch hier habe ich ja diese Werte ermittelt, wann die Sonne reinfällt und wann sie eben nicht mehr reinfällt. Und so verknüpfe ich das Ganze dann miteinander. Wenn jetzt also alle Werte zutreffen, dann ist das Ganze hier auf an. Ich kann jetzt auch mal versuchen, das Ganze wieder auf auszustellen. Ich muss einfach hier zum Beispiel jetzt, das ist natürlich eine ungültige Eingabe, aber wenn ich jetzt nur den Wert zwischen 59 und 60 nehme, dann hat er eben den Zustand aus und ich bastle jetzt mal hier noch ein bisschen rum, ab wann er den wieder eingeht. Hier so, 53 ist er noch aus, was haben wir gerade, 50. So, hier wäre ungefähr die Grenze, bei 50 ist er jetzt gerade noch an, bei 51 ist er aus. Also diese zwei Werte kann halt dieser Sensor annehmen und jetzt sende ich das Ganze einmal ab. Und wie können wir das jetzt in die Automation übernehmen? Dazu gehe ich wieder auf Einstellungen, Automatisierung und Szenen und erstelle eine neue Automatisierung. Und hier kann ich jetzt einen Auslöser hinzufügen, indem ich eine Entität auswähle und hier auf Zustand klicke. Und diese Entität ist jetzt hier eben Arbeitszimmer Fenster. Und wir sehen schon an dem Logo, das Arbeitszimmerfenster ist gerade an. Und ich kann eben sagen, wenn sich der Zustand ändert, zum Beispiel zu an, dann triggere ich die Verschattung. Ne? Also ich muss jetzt hier nicht mehr alle 15 Minuten prüfen, sondern wirklich dieser eine Sensor ändert sich oder kann sogar hier definieren, wenn der erst 5 Sekunden lang an ist zum Beispiel, dass er dann triggert. Könnten so eine kleine Zeitverschiebung noch reinbauen. Umgekehrt, das gleiche kann ich natürlich machen, wenn ich sage, wenn der ausgeht, dann möchte ich die Verschattung ja wieder nach oben ziehen. So. Und damit spare ich mir jetzt dieses permanente zeitliche Prüfen, weil, wie ich es ja schon gesagt habe, man hat 5 Fenster, man hat immer diese Hoch-Runter-Geschichte, also man müsste eine Automation erstellen für die gehen hoch, eine Automation für die gehen runter und das dann ständig prüfen lassen. Das ist irgendwie nicht elegant. Schöner ist es natürlich mit so einer Automation hier. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt so ein bisschen in die Welt der Templates einführen können. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp oder einen Verbesserungsvorschlag, dann schreibt den doch gerne in die Kommentare.